Hier der Hadith, der Prophet sagt, وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. Also, verachte niemals auch nur die kleinste Kleinigkeit einer guten Tat. Ja. Die kleinen guten Taten, aber auch die kleinen schlechten Taten. Da gibt es einen anderen Hadith, der über die kleinen Schlechtigkeiten handelt. Indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu aufmuntert, diese nicht zu verharmlosen, denn aus kleinen Ästen kann ein großes Feuer gezündet werden. Und eine Handlung, die sagen, dass eine kleine Handlung durch eine Absicht zu einer großen werden kann. Also auch eine kleine Frömmigkeit, eine kleine gute Handlung kann durch eine entsprechende Absicht etwas Großartiges sein. Aber auch eine kleine Sünde kann durch die Verharmlosung und die Absicht, mit der das getan wird, zu einer großen heranwachsen. Daher sagten einige der Salaf auch, dass es in dieser Hinsicht, in der Hinsicht oder aus der Perspektive betrachtet, wem gegenüber man sündigt, keine kleine Sünde gibt.